Die KZN führt als größte Mittelschule unseres Kantons eine gymnasiale Unterstufe, eine gymnasiale Oberstufe sowie eine FMS. Die gymnasiale Oberstufe schließt an die Unterstufe des Gymnasiums oder an die zweite bzw. dritte Klasse der Sekundarschule an. Der Aufbau der gymnasialen Oberstufe ist eidgenössisch geregelt, das heißt prinzipiell systematisch an allen Mittelschulen des Kantons Zürichs, aber auch der Schweiz gleich. Aufgrund der eidgenössischen Vorgaben umfasst die Ausbildung in der gymnasialen Oberstufe den Bereich der Grundlagenfächer, obligatorischen Fächer und einen Wahlbereich. Wie man auf dieser Folie sehen kann, macht der Bereich der Grundlagenfächer und der beiden obligatorischen Fächer Informatik und Einführung in Wirtschaft und Recht 85% der Unterrichtszeit aus. Der Bereich der Wahlfächer lediglich 15%. Wahlfächer sind einerseits die Schwerpunktfächer, die man wählen kann, andererseits Ergänzungsfächer und natürlich kann man auch wählen, in welchem Thema, zu welchem Thema man die Maturitätsarbeit absolviert. Der Bereich der Grundlagenfächer umfasst diese 10 Grundlagenfächer. Jede Maturandin und jeder Maturand in der Schweiz und natürlich auch im Kanton Zürich kann also zusätzlich zu den Grundlagenfächern, die man besuchen muss, ein Schwerpunktfach wählen. Diese Schwerpunktfächer werden thematisch in unserem Kanton zu Profilen zusammengefasst. Im A-Profil, dem sogenannten altsprachlichen Profil, ist es möglich, eine der beiden alten Sprachen Griechisch oder Lateinisch zu wählen und zu erlernen. Wer Latein wählt, hat im letzten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, Latein und Englisch als Schwerpunktfach abzutauschen. Im N-Profil, dem sogenannten sprachlichen Profil, ist es bei uns möglich, die Sprachen Italienisch, Englisch, Spanisch und Russisch zu wählen. Im MN-Profil, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil, ist es möglich, die Schwerpunktfächer Physik und Anwendungen der Mathematik sowie Biologie und Chemie zu wählen. Die Wahl des konkreten Schwerpunktfachs erfolgt erst nach 2 Jahren auf Beginn der 5. Klasse. Im musischen Profil ist es möglich, entweder Musik oder bildnerisches Gestalten zum Schwerpunktfach zu machen. Jeweils das andere Fach wird dann zum Grundlagenfach. Und die Wahl erfolgt hier nach einem Semester. Im wirtschaftlich-rechtlichen Profil entscheidet man sich von allem Anfang an für Wirtschaft und Recht als Schwerpunktfach. Und genau das Gleiche gilt für das PPP-Profil Philosophie, Pädagogik, Psychologie, ein Profil, welches wir ab Sommer 2024 führen. Ja, und wenn Sie sich entscheiden wollen, für welches Profil Sie sich interessieren oder anmelden sollen, überlegen Sie sich, was interessiert Sie, was können Sie besonders gut, wo haben Sie Lust und Laune und Freude, sich besonders stark zu vertiefen. Und bedenken Sie, dass Sie durch das Profil nicht eine ganz andere Welt wählen, weil Sie haben so oder so diese 10 Grundlagenfächer und diese 2 zusätzlichen obligatorischen Fächer. Und das Schwerpunktfach ist einfach eine zusätzliche Vertiefung, lediglich 15%. Sie wählen also mit dem Profil keine speziell andere Welt, sondern Sie wählen einen Zusatz. Und wichtig ist auch zu sagen, dass man mit dem Profil nichts abwählt, sondern man wählt etwas, was man besonders möchte, für das man sich besonders interessiert, dazu.